Meisterschaft, das Playoff, das Meisterplayoff natürlich wieder spannend. Dranbleiben muss auch die Mannschaft von Wacker Innsbruck im Spiel gegen St. Pölten. Das ist gar nicht so leicht. Die Zuschauer bleiben schön langsam weg nach den letzten Niederlagen. Und auch St. Pölten ist doch eine Mannschaft, die einem Großen schon sehr, sehr viel abverlangt in all den Spielen, die man bisher in der Meisterschaft von den Niederösterreichern gesehen hat. Zudem muss Innsbruck-Trainer Walter Szanis-Kocsik die Abwehr ein bisschen umstellen. Harald Schneider ist verletzt, auch Manfred Lindmeier fehlt, er wird geschont. Und so bekommt ein Burgenländer wieder eine Chance in der Mannschaft der Tiroler, nämlich Heinz Peischl. Peischl und Lesjak spielen als Manndecker vor Libero Streiter, Watzinger wieder im Mittelfeld und im Angriff Tiefenbrunner für Westertaler, 3000 Zuschauer am Tivoli. Bei St. Pölten ist Rotter wieder anstelle von Fleiß dabei und Brickhoff ersetzt den verletzten Heiden. Innsbruck trotz der 0:2 Heimniederlage gegen Tabellenführer Austria Salzburg in diesem Spiel. Favorit tut sich von Beginn an gegen die überhaupt nicht defensiv eingestellten Niederösterreicher sehr schwer. Milewski, Kusnik gleich zu Beginn diese Chance. Aber kein Problem bei diesem leichten Schuss für Torhüter Vorage. Nochmals die Chance des Ex-Innsbruckers Rudi Kusnik. In Zeitlupe und die Parade von Vorage. Wie in Zeitlupe sehr langsam der Spielaufbau von Wacker Innsbruck. Die Tiroler haben größte Probleme, das Spiel zu machen. Tiefenbrunner, Michael Bauer, notgedrungen ein Weitschussversuch von Michael Bauer. Und wie die Wiederholung zeigt, weit über das Tor der Schuss von Michael Bauer. Dann Freistoß für die Innsbrucker. Schön hereingebracht. Lorenz wird hier noch gefault. Freistoß für Wacker Innsbruck. Lorenz führt diesen Freistoß selbst aus. Kopfball von Leschak an die Stange und Watzinger im Nachschuss. Die größte Chance der Innsbrucker in der 14. Spielminute. Aber zunächst die Stange. Und dann das Unvermögen von Watzinger verhindern ein Tor. Auch nach 30 Minuten fehlen noch immer flotte Spielzüge der Wacker-Mannschaft. Und so zieht Michael Bauer allein flott aufs Tor, schießt aber wiederum weit darüber. Auch aus Standardsituationen sind die Tiroler nicht gefährlich. Abermals kommt Leschak zum Kopfball. Aber keine Probleme für Torhüter Kirasic. Halbzeitstand 0:0. Wir haben gewusst, dass St. Pölten mit so einem Spiel aufwarten wird. Sie stehen relativ mit 8 Spielern hinten drinnen und kommen dann sehr gefährlich auf die Konter, weil sie schnelle Spieler haben mit Ramos und Bastic. Und auf das müssen wir immer aufpassen. Wir haben wieder ein, zwei Chancen gehabt, leider die Tore nicht gemacht. Ich hoffe, dass wir es jetzt in der zweiten Halbzeit machen. Was habt ihr geplant für die zweite Halbzeit? Ja, wir müssen einfach probieren, dass wir mehr nach vorne reinkommen. Ein bisschen durchdachte Aktionen, weil sie eben hinten gut stehen und ich hoffe, es gelingt ihnen. Stichwort geplante Aktionen. Bei solchen Selbstfallern wie hier bei Václav Danek, der in diesem Spiel völlig von der Rolle ist, wohl etwas zu viel verlangt. Weiterhin sicher auftretend St. Pölten mit einem Konter. Vasic mit einer schönen Chance, aber abermals Vorage auf dem Posten, nochmals in der Zeitlupe von Milewski. Der Kopfball weiter zu Vasic, der schießt auch sofort. Torhüter Vorage hält. Diese Aktion zu Beginn der zweiten Hälfte, in der bei Innsbruck Westertaler für Tiefenbrunner spielt. Nun wird im Tivoli mit Köpfchen gespielt. Kopfball, Stafette. Mit Schussversuch von Westertal. Kurz darauf wieder Wacker Innsbruck. Alfred Hörtnagel treibt sich und den Ball nach vorne, bekommt auch nochmals den Ball, aber Kirasic im richtigen Eck. 55 Minuten gespielt, weiterhin kein Tor am Tivoli. 5 Minuten später kommt der Holländer Mario Behn, nach langer Zeit kommt er wieder zum Einsatz und Riesenchance hier, von ihm ausgegangen, über Leschak und dann dieser Flugkopfball von Roland Kirchler, ganz knapp am Tor vorbei. Kaum Bewegung im Spiel der Innsbrucker Mannschaft. Kapitän und Libero Michael Streiter sucht die Offensive und ist dort
ebenso ratlos wie seine Mitspieler. Noch ein Freistoß für die Innsbrucker, wir sind bereits in der Endphase. Kopfball über das Tor. In der Zeitlupe sieht man, Lesjak bringt diesen Kopfball an. Es bleibt aber nach einer äußerst mäßigen Partie am Tivoli beim 0:0. Wir haben wenig Selbstvertrauen, das hat man heute auch gesehen. Die fließenden Aktionen, das Spiel nach vorne in die Offensive, da klappt es bei uns momentan einfach nicht. Wir haben heute versucht, mit der Brechstange zu Erfolg zu gelangen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben es auch versucht, stückweise nach vorne zu spielen, Chancen herauszuarbeiten. Die waren auch da, aber wir haben die Chance nicht verwertet. Und so gesehen war das eigentlich ein Punkt, mit dem man im Grunde nicht zufrieden sein kann. Ja, ich glaube, dass der Punkt auf jeden Fall verdient war. Denn wir haben heute sehr gut gespielt. Sowohl defensiv, auch in der Offensive haben wir sehr viel gebraucht. Wir haben sehr gute Chancen gehabt und haben meiner Meinung nach heute eine gute Partie. Naja, die Innsbrucker verlieren also weiter am Boden. Da muss also in Tirol noch hart gearbeitet werden, um wieder an die gute Form der vergangenen Zeit heranzukommen. Schauen wir uns